Boom! Ja, hallo und herzlich willkommen zum Retro-Sonntag. Heute am Ostersonntag und gleichzeitig zur 70. Folge. Ja, passend zum Feiertag habe ich irgendwas mit einem Hasen gesucht und stößt man natürlich sehr schnell auf Bugs Bunny, wie schon vor einem Jahr. Da haben wir Crazy Castle für das NES gespielt. Jetzt spielen wir Bugs Bunny in seinem Spiel Rabbit Rampage für das Super Nintendo aus dem Jahr 1994 von Sunsoft. Ja, das Spiel kenne ich überhaupt gar nicht. Entweder erschien es nur in Nordamerika, nicht hier in Europa. Was mich aber wundern würde bei so einem bekannten Franchise wie Bugs Bunny. Oder es ging einfach total an mir vorbei, weil in diesem Jahr gerade 1994 so unglaublich viele gute Spiele für das SNES erschienen sind, dass ich es überhaupt nicht mitbekommen habe. Ja, wir spielen auf jeden Fall mal an. Mal gucken. Ich habe keine Ahnung, was zu tun ist. Oh, das sieht schon mal nett aus. So gingen ja auch die meisten Bugs Bunny Cartoons los mit diesem Pinsel erstmal. Aber das sieht eher nach Weihnachten aus als nach Ostern. Hi, Bugs! What's up, Doc? What's up, Doc? Sein bekannter Spruch. Im Deutschen ist was, Doc. Okay, los geht's. Ach, das ist sehr nice. Richtig schöner Look. Schön große Sprites vor allem. Die Sprites im NES-Spiel von Bugs Bunny, die waren ja immer viel zu klein, fand ich. Hier ist genau richtig. Ein schöner Look vor allem, wie man sich das von einem Looney Tunes-Spiel auch wünscht. So, was sind das für Hundis hier? Okay. Oh, ein Schneemann, Elmer Fudd. Okay. Können wir hier in die Löcher? Oh, tatsächlich, cool! So. Wir haben Torten zur Verfügung. Das finde ich auch extrem nett. Dauert aber lang, bis die... Ich weiß nicht, ob die was helfen. Ich laufe einfach mal über sie hinweg. Hatten die nicht auch einen Namen? Oder der? Der Hund von Elmer Fudd. Ich weiß es nicht mehr. Ich kenne auch den anderen Hund aus den Looney Tunes Comics. Spike. Der ist meistens mit Sylvester und Tweety aufgetreten. Wow. Okay, da ist Dynamit. Das da oben ist wohl unsere Lebensenergie, diese sehr stark angebissene Karotte. Das heißt, ich sollte ein bisschen aufpassen. Na! Musik gefällt mir sehr, sehr schön. Der ganze Look ist echt cool. Deswegen, mich wundert es echt, dass dieses Spiel so an mir vorbeiging. Ich muss mal gucken, nachdem ich das jetzt hier aufgenommen habe, ob das hier in Europa erschien. Kann ich hier hoch? Ah ja. So, da oben. Acme. Jetzt haben wir Dynamit. Okay. Na komm schon. Hoch mit dir. Ah! Du schon wieder. Oh, wir haben ihn erwischt. Hehe. Oh, gar nicht so leicht da hochzukommen. Ah, ich werde immer beschossen. Komm, hau ab. So. Ach, komm. A-Hörnchen und B-Hörnchen oder wie die hießen. Ist das nice. Gut zielen können sie. So, Lebensenergie. Da haben wir Torten. Ah, Dynamit in Torten versteckt, oder was? Ah. Auch nicht schlecht. Die Mechanik habe ich noch nicht so ganz raus, was man hier alles machen kann, aber der Look gefällt mir absolut gut. Richtig schöne Grafik. Das ist wieder eins der Spiele, die wirklich sehr, sehr gut gealtert sind. Hat man nicht immer. Hey. Der puncht mich hier, der blöde Köter. Ah, da ist der Elmer. Okay. Keine Ahnung. Ah. Ah, ich bin tot. Das ist nett gemacht. Mit dem Radierer. Süß. Oh Gott, wo fangen wir denn jetzt an hier? Ah. Okay, ich gehe diesmal direkt hier.
Ah! Vielleicht brauchen wir Dynamit für Elmer. Wer weiß. So. Alter, wie viele Hunde. Das ist der einzige Gegner hier und diese Hörnchen ab und zu. Ah. So, mal schnell runter. Ah, Mist. Ich bin schon wieder kurz vor tot. Alter! Einfach scheint es nicht zu sein. Oder bin ich einfach nur zu blöd gerade dazu? Und es gibt hier wohl keine Checkpoints. Man muss das Level von vorne beginnen, wenn man stirbt. Krass. So, die doofen Hörnchen wieder. Hau ab! Ah! Hi, Elmer! Da bist du ja schon wieder. Och komm, kaum bin ich bei ihm, bin ich schon wieder tot! Wie besiegen wir den? Bugs Boss hier! Was ist das denn? So. In your face, Elmer! So, mal ein Dynamit hier. Jawohl! Wir schlagen ihn mit allen Waffen, die die Cartoon-Welt so hergibt. Oh, wir haben es geschafft! Das ist geil. Echt geil. Style Rating. Southern Fried Rabbit. Okay. Schauen wir nochmal ins nächste Level. Level 1.2. 2.1. Oh, ganz anderes Setting. Western Saloon. Oh, da ist Sam. Josemith Them. Hier ist ja alles dabei, was Rang und Namen hat. Extrem gut. Okay, der hat auch nicht genug. War das überhaupt Sam? Sah so ein bisschen strange aus. Hat gar keinen Bart. Ich glaube, das war gar nicht Sam. Sorry, ich glaube, ich habe Blödsinn erzählt. Obwohl er aussieht wie Sam mit seinen zwei Waffen, aber Sam hatte doch immer so einen Bart. Bin ich jetzt abgestürzt? Ach so, muss man ja auch erstmal wissen. Vorhin konnte man nach unten, hier kann man es nicht. Hey, blöder Barkeeper. Ah! Ah, toll. Alter, was hier alles rumkreucht und fleucht. Ah! Ja, hier kann ich nicht weiter, hier ist wieder der Abgrund. Weiß ich jetzt auch nicht. Wie kommt man hier weiter? So nicht. Hey, das war mein letztes Leben. Okay, es gibt hier Continues, aber so ganz habe ich noch nicht kapiert, was man hier machen muss. Muss man sich wohl ein bisschen reinfuchsen. Aber vom Look her richtig geiles Spiel. Viel Witz drin und ja, wie ein Looney Tunes Spiel sein soll. Ja, danke fürs Zuschauen hier am Ostersonntag bei Bugs Bunny für das Super Nintendo. Jetzt noch schöne Ostern und wenn ihr mögt, bis morgen. Tschüss.